Ja, geschätzte Medienschaffende, liebe Alex Bristol, er ist CEO von der Sky Guide, und liebe Olivier Buchhofer, er ist Pilot und Geschäftsleitungsmitglied bei der Swiss, liebe Markus Traber, er ist Chefamt für Mobilität und sitzt hier in der ersten Reihe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Medienkonferenz. Wie jedes Jahr, Sie kennen das, präsentieren wir Ihnen in diesem Zeitpunkt den Flughafenbericht und damit auch den sogenannten Zürcher Fluglärmindex, der ZFI. Während der Corona-Pandemie, man hat das Gefühl, es sei schon ein bisschen länger seither und wir sind alle froh, ist es vorbei, aber trotzdem muss ich sagen, nochmal in Erinnerung rufen, während der Corona-Pandemie ist die Luftfahrt auch am Flughafen Zürich fast stillgelegt gewesen. Es war richtig ein Grounding gewesen, kann man sagen, die grösste Krise der Luftfahrt. Und der Lärm und der ZFI ist natürlich in den Hintergrund gerückt. Der Richtwert vom ZFI ist darum auch schon zweimal pandemiebedingt deutlich unterschritten worden. Und meine Damen und Herren, ich nehme es jetzt auch gerade vorweg. Auch im 2022 ist der Wert unterschritten worden, deutlich. Ich möchte kurz etwas sagen zum Ablauf der Medienkonferenz. Ich werde dann ein paar Ausführungen machen zu den Entwicklungen vom Verkehrsaufkommen, zum Fluglärmcontrolling, zum Strategiecontrolling. Und dann wird der CEO von Sky Guide, der Herr Bristol, quasi einen Blick in den Tower von der Sky Guide werfen und Ihnen auch aufzeigen, wie komplex das Pistensystem am Flughafen Zürich heute ist mit den verschiedenen Betriebskonzepten. Und dann dürfen wir auch noch einen vertiefteren Blick werfen in das Cockpit am Flughafen Zürich von einem Swiss-Pilot und Geschäftsleitungsmitglied von Herrn Oliver Buchhofer. Und zum Schluss, selbstverständlich, haben Sie dann die Möglichkeit, dann auch noch Fragen zu stellen. Also, steigen wir ein in die Entwicklung vom Verkehrsaufkommen am Flughafen. Zur Erinnerung, 2019 sind 31,5 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist. Und dann ist eben der Einbruch gekommen, die Pandemie ist gekommen, auf 8,3 Millionen Passagiere im Jahr 2020 und 10,2 Millionen Passagiere im 2021. Und im letzten Jahr hat ja Corona-Pandemie zum Glück dann ein Ende gefunden. Per 1. April 2022 ist ja die besondere Lage und damit auch die letzten Massnahmen vom Bund sind aufgehoben worden. In den ersten drei Monaten von 2022, das muss man einfach wissen, sind wir noch in der Pandemie gewesen. Also im Berichtsjahr 2022 haben wir auch noch Pandemie gehabt. Und das zeigt sich natürlich auch an den Verkehrszahlen. Die Anzahl Passagiere sind dann nach der Pandemie aber, und das ist jetzt wichtig, in den ersten Monaten schon sehr, sehr schnell von 15'000 Reisenden pro Tag auf Spitzentag mit rund 90'000 Reisende angestiegen. Und ich möchte einfach, dass Sie das bedenken. Die unglaublich schnelle Ansteigen und von der Reisetätigkeit, wo man auch mit Herausforderungen verbunden war und wo wir auch später noch reden werden, in der kürzesten Zeit von 15'000 Passagiere auf 90'000 Passagiere. Aber was heisst das? Das heisst, dass die Reiselust, meine Damen und Herren, die Reiselust, die ist schlagartig. Das kann man sagen, vielleicht ein bisschen unerwartet, weil man es so schnell nicht erwartet hat. Aber sie ist schlagartig wieder zurückgekehrt. Und das hat natürlich die ganze Luftfahrtindustrie vor grosse Herausforderungen gestellt. Man kann sagen, von der grössten Krise der Schweizer Luftfahrt ist sie eine extrem rasche, grosse Nachfrage gestiegen. Und das war ein riesiger Kraftakt, das möchte ich wirklich sagen, wo man hat müssen bewältigen. Ich glaube, das ist selbstredend, wenn man die Zahlen sieht. Bodenabfertigung und Fluggesellschaften haben mit grossen Personalengpässen gekämpft. Das hat zu verlängerten Wartezeiten, Gepäckstaus und auch bis und mit Streichungen von Flugzeugen geführt. Vor allem im Sommer 2022, wo ja dann die Schweizerinnen und Schweizer sehr gern in die Sommerferien verreist sind. Ich möchte auch noch ein Wort zur Fracht sagen. Am Flughafen Zürich spielen Passagierflugzeuge eine deutlich grössere Rolle als reine Frachtflugzeuge.
So haben wir insgesamt 1115 Frachtflugzeuge im Jahr 2022, von denen nur einen Bruchteil gehabt, die die Flugbewegungen ausgemacht haben. Aber ich möchte auch sagen an dieser Stelle, die allermeisten Passagierflugzeuge, die führen auch Luftfracht in ihren Frachträumen. Das ist wirklich so. Und in Zahlen gesagt sind das wirklich 99,4% von allen Linien und allen Charterflugzeugen am Flughafen Zürich. 2022 sind sogenannte Gemischt-Transporte gewesen. Das heisst, ich fasse zusammen. Mit insgesamt 216'600 Flugbewegungen ist der im Flughafengesetz vorgeschriebene Wert im Jahr 2022 um mehr als 100'000 Bewegungen deutlich, meine Damen und Herren, deutlich unterschritten gewesen. Unterschritten ist darum auch der ZFI-Richtwert. Der Monitoringwert liegt mit 43'400 Personen um rund 3'600 Personen unter dem Richtwert 2022. Und Sie sehen das an dieser Grafik. Die Zahl der Personen, die am Tag stark belästigt sind, beläuft sich auf 26'593 und die Zahl von Personen, die in der Nacht im Schlaf stark gestört sind, beträgt 16'855. Und das heisst dann auch, dass Personen, die in der Nacht im Schlaf stark gestört sind, um rund 20% über dem Referenzzustand sind, was man in der Grafik hier auch gut sieht, abbildet. Und die Gründe für wieder mehr Lärm als während der Pandemie, ich glaube, das ist auch klar, oder? Das ist natürlich die starke Erholung, auch wieder vom Flugverkehr und die Aufnahme der Reisetätigkeit. Weil es ist klar, wenn mehr geflogen wird, dann gibt es auch tendenziell mehr Lärm. Und der andere Grund dafür ist das internationale Flugnetz. Und das muss man sagen, das ist nach der Pandemie nicht so stabil, kann man sagen, fast immer noch nicht so, wie man es wettet, wie das vor der Pandemie war. Wir haben international bedingte Verspätungen, die auf dem Tag, also während dem ganzen Tag, nicht mehr haben, nachher können rechtzeitig wieder aufgeholt werden. Und die Gründe für diese Verspätungen auch international im 2022 sind dann vielfältig. Und ich will es nur mal an dieser Stelle sagen, wir haben am Anfang Pandemie gehabt. Die Pandemie ist aufgehoben worden und wir haben innerhalb der kürzesten Zeit von 15'000 zu 90'000 Passagiere am Flughafen gehabt. Dazu haben wir auch, zu diesem rasanten Anstieg, haben wir auch Streiks gehabt, sehr viele Streiks im internationalen Flugverkehr, Wetterphänomen, Personalmangel am Boden und natürlich auch in der Luft. Und nicht zuletzt, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, nicht zuletzt ist auch das komplexe Pistensystem an unserem Zürcher Flughafen hat einen Einfluss auf Verspätungen. Ich komme auch dazu noch zu sprechen. Also zusammenfassend kann man sagen, dass der Monitoringwert vom ZFI auch 2022 unter dem Richtwert ist geblieben. Die Fluggesellschaften ersetzen ihre älteren Flugzeuge durch wirtschaftlichere und damit lärmarmere, man kann auch sagen CO2-neutralere Flugzeuge. Und das ist erfreulich, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und das hat eine zunehmend positive Wirkung, auch zusammen mit den passiven Schallschutzmassnahmen, die wir ja ständig machen. Jetzt noch einige Zahlen. Zwischen dem 11 Uhr am Abend und dem 6 Uhr am Morgen sind rund 2'300 Flüge durchgeführt worden. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30, wo der sogenannte bewilligungsfreie Verspätungsabbau vorgesehen ist, sind im Betriebsjahr 2'142 Flugzeuge gezählt worden. Nach 11:30 sind insgesamt 204 Einzelbewilligungen für Flüge erteilt worden. Das sind Linienflüge oder das sind Charterflüge, die hauptsächlich wegen technischen Problemen oder widrigen Wetterverhältnissen bewilligt worden sind. Weiter sind es Ambulanzflugzeuge, also auch medizinische Notfälle, und weiter sind es Vermessungsflugzeuge. Mein Amt für Mobilität hat
das alles angeschaut, wie wir das immer machen. Wir schauen jeden Fall genau anschauen. Und wir haben am Batzel 4 von diesen Flügen als mögliche, muss ich sagen, mögliche Verstöße gegen die Nachtflugordnung gemeldet. Weil die Zuständigkeit ist beim Batzel, wo das prüfen. Wir haben das aber gemeldet. Die Abweichungen von der An- und der Abflugroute sind im Fall nicht zu verwechseln mit möglichen Verstößen gegen die Nachtflugordnung. 2022 haben wir insgesamt 4'600 Abweichungen von der Anflugsroute und der Abflugsroute gehabt. Und wenn Sie finden, das ist eine grosse Zahl, will ich das einfach relativieren, das sind 2% von der Gesamtflugbewegungen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Zahl auf dem gleichen Niveau ist wie vor der Pandemie. Also es gibt keinen Zusammenhang mit der Pandemie, dass man da irgendwie etwas sich verändert hat. Die Kriterien bleiben die gleichen. Und es hat bei denen keine nennenswerten Auffälligkeiten gehabt, die mein Amt festgestellt hat. Wir haben Stellungnahmen einverlangt, wie das immer so ist, zu allen, und die haben können zufriedenstellend beantwortet worden. Zum Beispiel, das sind Fälle, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht genau eingehalten worden ist. Wir haben darum keine Meldungen als Batzel müssen machen. Meine Damen und Herren, jetzt kann ich eine Flughöhe höher. Innovation und technischer Fortschritt, das sind ganz klar die Schlüssel für die Dekarbonisierung, auch in der Luftfahrt. Und seit mehreren Jahren herrscht ja in der Luftfahrtbranche eine grosse Dynamik, auch bei der Forschung und Entwicklung von neuen nachhaltigen Technologien. Und ich freue mich, dass ich das da wirklich sagen darf, dass unser Homecarrier Swiss will die weltweit erste Fluggesellschaft sein, die mit CO2-neutralen synthetischen Treibstoff fliegt. Und darum ist das Unternehmen Swiss auch bei Synthelion beteiligt, wo ja Treibstoff herstellt, und darum hat Swiss auch eine Partnerschaft mit Synthelion, ist sie eingegangen. Und auch bei den Flugzeugen, da tut sich einiges, und das sehen Sie hier auf der Grafik. Der Anteil der Flugzeuge mit Triebwerk von der neuesten Generation hat sich seit 2018 verdreifacht. Also das ist ein Rechtsmengengerüst. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wenn man von einer Verdreifachung redet. Und ja, weil 2022 wieder viel mehr geflogen worden ist als 2021, hat es auch noch mal einen leichten Anstieg bei den Flugzeugen von den älteren Generationen. Aber ich möchte es ausdrücklich sagen, die Tendenz und die Richtung geht klar nach unten. Und die Tendenz von den neueren Flugzeugen geht klar nach oben. Und das ist wichtig, meine Damen und Herren, das ist wichtig. Weil die Flottenerneuerung ist kurz- und mittelfristig der wichtigste Hebel für weniger CO2 und weniger Lärm. Auch für das Einhalten vom ZFI. Und zum Abschluss von meinem ersten Teil möchte ich noch ein paar Worte, wie auch üblich, zum Controlling der Eigentümerstrategie verlieren. Der Regierungsrat hat für insgesamt 4 Bereiche strategische Ziele bzw. Erwartungen vom Kanton Zürich an die Flughafen Zürich AG formuliert. Erstens hat er gesagt, als strategisches Ziel zur volkswirtschaftlichen und verkehrswirtschaftlichen Bedeutung vom Flughafen, dass das selbstverständlich erhalten werden muss. Zweitens hat er auch strategische Ziele im Umweltbereich formuliert. Drittens Unternehmensziel für die Unternehmensführung und viertens strategische Ziel für Beziehungspflege. Und ich kann es an dieser Stelle sagen, die Ziele sind allesamt erreicht worden, zum Teil auch übertroffen worden. Und darum ist der Regierungsrat mit der Geschäftstätigkeit von der Flughafen Zürich AG auch sehr zufrieden. Und gehen wir doch das miteinander noch schnell durch. Ziel betreffend die globale Erreichbarkeit und die Erreichbarkeit innerhalb von Europa, wo der Flughafen Zürich im letzten Jahr übertroffen hat. Nach dem Forschungsinstitut BAC Economics befindet sich Zürich im europäischen Vergleich in Bezug auf die weltweite Erreichbarkeit auf dem 7. Platz und in Bezug auf die Erreichbarkeit innerhalb von Europa auf dem 8. Platz. Und auch bei der Qualität hat der Flughafen Ziel erreicht. Beim sogenannten World Airport Awards
vom Beratungsunternehmen Skytrax hat sich der Flughafen Zürich weltweit auf den 8. Platz platziert und in Europa auf dem 4. Platz. Und auch in den Bereich Umweltschutz, Unternehmensführung und Beziehungspflege sind die Vorgaben erfüllt worden. Das mein Tour d'Horizon zum Bericht, also insbesondere auch ZFI und zum Bericht über die Eigentümerstrategie. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich CEO von SkyGuide, dir Alex Bristol, das Wort übergeben. Vielen Dank, Carmen. Und geschätzte Damen und Herren, guten Morgen von meinerseits. Ich möchte euch ein bisschen von der Flugsicherung erzählen und auch erklären, warum bei uns verschiedene Sachen auch strebenswert sind in der Zukunft auf dem Flughafen Kloten. Zuerst aber vielleicht ein Wort zum oberen Luftraum. In Europa ist die Schweiz und die SkyGuide sehr, sehr wichtig. Wir sind da wirklich in der Mitte. Und da, wenn man die Verkehrsströmung, Verkehrsflüsse anschaut, sind die Hauptströmungen vom Nordwesten nach Südosten. Dann kommen wir von Nordosten nach Südwesten und ein bisschen von Norden Richtung Süden. Sie kreuzen sich alle über der Schweiz. Und sie kreuzen sich nicht nur lateral, sondern auch vertikal. Weil da ziemlich viele Flugplätze rings um der Schweiz sind. Und da kommt das erste Prinzip von der Flugsicherung. Je einfacher, desto besser. Je einfacher, desto sicherer bei der Flugsicherung. Und wenn man Kreuzungen hat im Luftraum, so oder so, wird es komplexer. Und Komplexität erhöht das Risiko. Und das Risiko muss immer mitigiert werden. Das ist unser Job. Das machen wir natürlich. Und ihr seht, wie wichtig, dass wir da mit in Europa sind. Wir haben auf der Westseite eine Flugsicherung, die zwar genug Fluglotsen hat, aber arbeiten sie nicht immer und streiken hier und da. Diesem Jahr über 50 Tage im Jahr bis dato. Im Norden haben wir eine Flugsicherung, die nicht genug Fluglotsen hat. Und das schränkt alles ein. Das führt auch dazu, dass mehr Flugzeuge Richtung Schweiz kommen, weil es nicht genug Luftraumkapazität gibt im Norden und Westen. Es gibt auch Probleme für Kloten, weil es führt zu Verspätungen und oder Verzögerungen von Bewilligung in den Luftraum innen zu fliegen. Da wird sicherlich der Oliver Böchhofer auch ein Wort dazu zu sagen haben. Wenn wir jetzt an den Boden kommen, auf der linken Seite hier seht ihr eine Karte von einem Flughafen. Das ist nicht Kloten im Fall. So wird Kloten nie uns sehen, weil das ist ein Flughafen, der parallel Pistenbetrieb hat. Wenn man da genau schaut, sieht man 6 Pisten, die parallel sind. Und die kann man, also jede Piste kann man von 2 Wegen brauchen. Also das sind 12 Pisten. Wenn man Parallelbetrieb hat, nehmen wir einfach da an, dass man nach Westen anfliegt und Westen abfliegt, da in der Mitte, dann sind die Pisten unabhängig voneinander. Und diese Unabhängigkeit kreiert wenig Komplexität. Das ist super als Flugsicherung. Wenig Komplexität kreiert erhöhte Sicherheitsmargen und das haben wir gern. Auf der rechten Seite seht ihr, wie das aber am Flughafen Kloten ist. Und da haben wir Pisten, die sich kreuzen und diese Pisten sind gleichzeitig verfügbar. Das erhöht die Komplexität und ich gehe vielleicht auf die nächste Folie, wo das sichtbarer ist, auf der linken Seite hin, weil da sieht man ganz klar, wie das am Flughafen passiert. Man hat eine Piste, die Piste 14, also 14 und 32, das ist die gleiche Piste, oben für rechts. Und die tangiert die anderen Pisten nicht. Die ist quasi unabhängig. Mindestens am Boden ist sie eine unabhängige Piste. In der Luft ist das etwas anderes. Kommen wir dazu in 2 Sekunden. Man sieht aber gleichzeitig, dass die Piste 2810, diese Piste hier, sich mit Piste 1634 kreuzt. Und dieser Punkt hier ist für uns das Hotspot. Das ist ein Risiko-Hotspot für die SkyGuide und für die Flugsicherung. Und es gilt dort, das Hotspot natürlich und das Risiko zu mitigieren. Vielleicht an dieser Stelle sollte ich auch ganz klar betonen,
Der Betrieb am Flughafen Kloten ist sicher. Das ist ganz klar. Wenn er nicht sicher wäre, dann würde ich den Betrieb nicht erlauben, weil ich als Ultimate Accountable bin, der Skyguide, darf das nicht erlauben. Der Betrieb ist sicher, die Sicherheitsmargen sind aber zu vergräsern. Und das ist easy Anstrebung in den nächsten Zeiten. Die Sicherheitsmarge zu erhöhen, ist auch etwas, wo am besten und einfachsten gemacht wird, wenn wir die Komplexität aus dem System rausnehmen. Und da sieht man am Boden, da haben wir zwei Pisten, die sich kreuzen, in der Mitte da, an diesem Hotspot. Aber auch, wenn man auf dem 14. landet, zum Beispiel, jetzt bin ich am falschen Ort, auf dem 14. landet und am Hauptdock hier, Terminal 1 oder 2, muss man parkieren, dann muss man die Piste auch überqueren. Und eine Pistenüberquerung kreiert auch Komplexität. Und das wollen wir so viel wie möglich vermeiden. Wenn man nach Heathrow geht, zum Beispiel, dort habe ich auch gearbeitet, wenn man zu Heathrow ist, da kreuzt man die Piste sehr, sehr selten, weil alles verfügbar ist, An- und Abflug von einer von diesen zwei Pisten, die sie haben. Also da ist Kloten wirklich außergewöhnlich komplex im internationalen Bereich, im internationalen Vergleich. Es ist nicht nur am Boden, wo man das dann sieht. In der Luft ist das genau gleich. Da haben wir nur ein Konzept, das Nord-Konzept, haben wir da genommen. Und da sieht man in gelb Kreisen, wie viele Kreuzungen es in der Luft gibt bei diesem Konzept. Und jede Kreuzung muss gemanagt werden, ist eine erhebte Komplexität. Und wenn man so viel wie möglich von diesen Kreuzungen weg kann, dann erhält man eben die Sicherheitsmarge. Vielleicht noch also Klammerbemerkung da. Das Nord-Konzept ist unser bestes Konzept. Das ist am effizientesten zu kloten. Und in den letzten paar Jahren, wegen der Wetterbedingungen, haben wir das Nord-Konzept nicht so viel brauchen, wie wir in den Vorjahren machen konnten. Und das hat auch dazu geführt, dass es am Tag die weniger effizienten Konzepte da, zum Tag kommen. Und das System kreiert Verspätung von sich selber. Wenn ich konkret ein Beispiel jetzt könnte geben könnte, wir nehmen die Piste 28 da. Abflug von der Piste 28. Wenn wir das Nordkonzept brauchen, dann landen wir auf der Piste 14. Also wir kommen von oben links an und landen in die Richtung. Und die meisten Maschinen starten vom 28 Richtung Westen. Aber wenn das Flugzeug zu gross, zu schwer ist, dann muss es von der Piste 16 starten. Und das kreiert mehr Komplexität im System. Diese Komplexität müssen wir dann managen, das Risiko mitigieren. Und das kreiert aus dem System mehr Aufwand und verringert die Sicherheitsmarge bei uns. Eine längere Piste, 28 zum Beispiel, erlaubt uns mehr, vielleicht fast alle Flugzeuge, ab der Piste 28 lässt fliegen und das nimmt uns zwei Hotspots weg. Erstens ist der Kreuzpunkt hier auf der Piste, weil wir nicht mehr die Piste 16 gleichzeitig wie die 28 müssen brauchen. Und im Luftraum sind die drei Kreuzungen, also die Kreise dort, verschwinden noch. Also mit einer Verlängerung von der Piste 28 haben wir beim Abflug schon ziemlich viel an Sicherheitsmarge gewonnen. Und das Gleiche gilt auch für Abflüge, weil bei Abflügen können mehr Flugzeuge auch auf dieser Piste landen. Und da sehen wir auf unserer Seite von Flugsicherung, wie wir die Sicherheitsmarge sehr gut erhöhen können. Und das Gleiche gilt für die Piste 32 im Fall. Ich brauche da einfach eine Piste als Bild für das Konzept. Das andere, was da auch wichtig ist, wenn wir auf die Piste 28 landen im Moment, das ist bei Westwind, das ist nicht ein normales Konzept, bei starkem Westwind haben wir eine Landungsrate, die
der deutlich tiefer ist als beim Nordkonzept. Beim Nordkonzept, typischerweise, kann man 36 Flugzeuge pro Stunde landen, auf der Piste 14. Auf der Piste 28 sind wir eher bei 30 oder so irgendetwas. Aber die 36 Flugzeuge sind immer noch irgendwo im System in Europa. Und das heisst, dass aus diesen 36 gehen 6 einfach in die nächste Stunde. Und in den Spitzzeiten gehen sie immer in die nächste Stunde. Und man sieht da ziemlich einfach, wie wir da plötzlich in der Randstunde, in der Nachtstunde sind. Wegen dem System. Und weil wir das nicht so effizient abwickeln können, wie das beim Nordkonzept der Fall ist. Also, wir haben auf dem Flughafen, wegen der Komplexität, gibt es auch eine mindere, geringe Fehlertoleranz, weil die Komplexität so hoch ist. Und das heisst auch, dass wir anfällig sind zu Störungen, die dann viel regelmässiger zu Verspätungen führen, als bei anderen Flugplätzen in Europa. Das System selber. Und ich rede jetzt, das ist eine Pistenverlängerung, kreiert für uns viel mehr Stabilität im Flughafensystem. Es erlaubt uns, wie gesagt, An- und Abflüge viel mehr auf einer Piste zu machen. Und das ist effizienter, es ist einfacher, es ist weniger komplex. Das ist eine gute Sache. Ausnahmen führen zu Komplexität und das haben wir nicht so gern. Und die Störungsanfälligkeit wird verringert. Das ist natürlich auch für das ganze System und für die Nachbarn vom Flugplatz auch eine Verbesserung. Und die Planbarkeit, die Berechenbarkeit vom System wird natürlich auch erhöht. Und zum Schluss komme ich noch auf die Umwelt zu reden. Es hat natürlich auch Umweltauswirkungen. Wir können die Verzögerungen reduzieren. Das heisst, dass in diesen Randzeiten, in diesen Nachtstunden viel, viel weniger geflogen werden muss. Und das führt auch dazu, dass die Gesamtbelastung weniger wird über die Zeit. Und noch eins ist, dass wir auch noch ein bisschen Ausstoß sparen können bei einem so einem Konzept. Weil von 28 zum Beispiel kann man direkt Richtung Nordamerika fliegen, anstatt von 16 rüber fliegen und so fliegen und unglaublich viel mehr Kilometer müssen fliegen. Also für uns in der Sky Guide ist der Betrieb sicher am Flughafen. Es gilt, die Sicherheitsmarge zu erhöhen. Und bei einer Pistenverlängerung ist das so möglich und für uns ganz wünschenswert. Mit dem bin ich fertig und ich würde gerne das Wort an Oliver Böchhofer weitergeben. Danke vielmals, Alex, der Regierungsrätin. Herzlichen Dank, dass ich auch Gelegenheit habe, aus dem Cockpit oder aus Betriebssicht von der Swiss, wo ein Drehkreuz am Flughafen Zürich betreibt, da noch ein paar Einblicke zu geben. Und über die Komplexität des Flughafen Zürich werde ich auch noch darauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, die Swiss hat finanziell gesehen sehr ein erfolgreiches 2023 hinter sich, aus betrieblicher Sicht, aber gleichzeitig auch sehr ein anspruchsvolles. Und wir haben es vorher von der Pandemie gehabt, und dass die durch ist, zum Glück. Aber natürlich in der ganzen Aviatik- und Airline-Betrieb sind die Auswirkungen von der Pandemie nach wie vor spürbar. Runterfahren kann man so ein System relativ schnell. Auffahren braucht deutlich mehr Zeit. Da geht es nicht nur darum, dass es zu wenig Leute hat, sondern auch, wie eingeschliffen ist das ganze System. Wie gut laufen die Prozesse, wie gut und wie erfahren sind auch die Leute, die dort drin arbeiten. Ja, wo hat sich die Swiss dieses Jahr und insbesondere im Sommer drin bewegt? Man hat natürlich auf Makroebene ein paar ganz grosse Einflussfaktoren, zum Beispiel die geopolitische Lage. Mit dem Konflikt, den wir im Nahen Osten sehen, mit dem Ukraine-Konflikt. Das hat einerseits Auswirkungen auf unsere Strecken, dass wir gewisse Destinationen nicht anfliegen können. Aber beispielsweise hat auch der Konflikt in der Ukraine zur Folge, dass der ganze Verkehr, der dort darüber abgewickelt worden ist, sich nach Westen verlagert und wiederum der weitere Verkehr noch mal weiter nach Westen, was dann zu dieser Situation führt, die Alex Bristol vorher auch geäussert hat. Natürlich haben wir auch Kostenthemen mit Inflation, mit dem Fuelpreis, das ist etwa ein Drittel von unseren Kosten, ist Treibstoff und die Wettersituation. Und die ist eben sehr relevant, auch am Flughafen Zürich. Wir haben etwa dreimal mehr Beisentage gehabt. Das ist ein bisschen Ostwind.
Also es ist nicht Schnee, Sturm und Gewitter, sondern ein bisschen Ostwind. Das hat aber massive Auswirkungen auf, wie der Flughafen Zürich betrieben werden kann. Wir haben ein paar unmittelbare Einflussfaktoren gehabt. Natürlich Personalthemen, Luftraumkapazität, auf das komme ich nachher noch. Generell Ressourcenengpässe. Sie wissen sicher auch, dass Ersatzteile, Triebwerke knapp sind. Und wir haben, auch das ist vorher angesprochen worden, deutlich mehr Streiksituationen erlebt. Wir haben etwa 2 bis 3 Mal mehr Flüge müssen annullieren wegen Streiks im Umland. Wir fliegen etwa mit 90% der Kapazität von dem, was wir im 2019, also vor der Krise, hatten. Das ist gegenüber dem 2022, wo wir vorher geredet haben, nochmal etwa 20 bis 25% Punkte mehr. Und vor diesem Hintergrund und vor dieser extremen anspruchsvolle Situation sind wir stolz darauf, dass wir 99% Stabilität erreicht haben. Das heisst, wir haben 99% von unserem Flugprogramm können durchführen. Zu der Pünktlichkeit sage ich nachher noch gerade etwas, aber das heisst, es ist einer von etwa 100 Flügen, die wir haben müssen streichen. Das ist sehr, sehr ein gutes Ergebnis. Und auch im europäischen Vergleich sind wir da als Airline Spitzenreiter. Das war auch ein Fokus gewesen, natürlich von uns von diesem Jahr. Wo wir weniger zufrieden sind, ist mit der Pünktlichkeit. Die ist nicht dort, wo man sie will, aus verschiedenen Gründen nicht. Einerseits natürlich gegenüber unseren Kunden, die dann nicht zur rechten Zeit an ihrer Destination ankommen, die ihre Anschluss verpassen, darum stehen, die ihr Gepäck nicht bekommen. Es verursacht aber auch sehr, sehr einen starken Druck aufs Personal, auf die Leute, die im Tagesbetrieb involviert sind. Weil man ist dann sehr reaktiv unterwegs, man muss sehr kurzfristig disponieren. Es verschiebt sich immer mehr auch Richtung Betriebsende und das gibt einen sehr, sehr starken Druck. Und natürlich, wir wollen unser Flugprogramm pünktlich durchführen und nicht unnötig zu späten Zeiten beispielsweise fliegen. Die Gründe für die schlechte Pünktlichkeit sind vor allem exogener Natur. Das sind Luftraumkapazitäten, die eingeschränkt sind, zum Beispiel wegen Wettersituationen, zum Beispiel wegen fehlendem Personal bei der Flugsicherung, nicht in der Schweiz, muss man klar auch sagen, sondern im europäischen Umland, durch Streiks. Das führt dazu, dass wir sogenannte Slots, das sind vorgegebene Abflugfenster, zugewiesen bekommen im Flugbetrieb, also dass wir nicht dann fliegen können, wenn das Flugzeug eigentlich parat ist und auch gemäß Flugplan sollte fliegen, sondern dass wir dann eben müssen warten. Der Teil macht etwa 40% von unseren Flügen im Durchschnitt. Zum Teil sind es bis zu 80% an einem Tag. Im Sommer haben wir so eine Regulation, wie wir das nennen, gehabt. 2/3 ist Umland, also europäisch bedingt. Etwa 1/3 hat aber etwas damit zu tun, wie der Flughafen Zürich betrieben wird und welche Betriebskonzepte am Flughafen Zürich eingesetzt werden. Selbstverständlich muss die Pünktlichkeit besser werden. Wir haben auch schon für dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht und investiert. Wir werden das auch für nächstes Jahr nochmal machen. Das ist nicht nur ein Swiss-Anliegen und ein Swiss-Auftrag, sondern das machen wir zusammen mit unseren Systempartnern. Kurzfristig, um Ihnen da ein paar Beispiele geben, optimieren wir, wie viele Ersatzflugzeuge, wie viel Ersatzpersonal wir einsetzen. Aber auch unsere Flugzeiten, wann fliegen wir von wo nach wo, wie viel Zeit hat man zum von A nach B fliegen. Da werden wir jetzt nochmal einiges investieren auch in technische Systeme, welche Flüge können wir priorisieren, wie steuern wir das Ganze. Und, das klingt vielleicht ein bisschen exotisch, aber spezifische Vorhersagen vom Wetter, wie das macht noch etwas, welche Betriebskonzepte das wir in Zürich haben, das ist ganz, ganz ein wichtiger Teil. Langfristig, und das ist wichtig auch zum Wissen, langfristig können wir die ganzen Themen aber nur lösen, indem wir auch an System herangehen, indem wir da und abfliegen. Das haben wir, glaube ich, vorher eindrücklich gehört, wie das in Zürich läuft. Und das ist einzigartig als Pilot, der weltweit unterwegs ist, so wie in Zürich, erlebe ich schon nie nicht, wie geflogen wird. Das ist einzigartig, da braucht es eine Entflechtung und auch die ganze flugbetriebliche Infrastruktur, an der müssen wir arbeiten, da gehören Pistenverlängerungen unter anderem dazu. Jetzt vielleicht noch mal ein Wort, warum sind wir als Airline Swiss und als der nationale Carrier, der ein Drehkreuz da betrifft, so betroffen, von was für eine Infrastruktur am Flughafen tatsächlich herrscht. Wir betreiben, wie gesagt, das Drehkreuz. Das heisst, wir machen die Anbindung von der Schweiz an die Welt. Wir fliegen 21 interkontinentale Destinationen an, täglich. Und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Volkswirtschaft, Tourismus, Fracht, Wirtschaft generell. Und wir fliegen mehrmals täglich in die europäischen Metropolen, meistens morgen, Mittag und Abend.
Und damit das geht, das funktioniert wie am Flughafen, also quasi wie am Hauptbahnhof, vor der Stunde kommen alle Züge an, dann wird es quasi verteilt und nachher verteilt sich das dann wieder auf die verschiedenen Destinationen. So ist die maximale Konnektivität eigentlich gegeben. Und jetzt ist das, wenn die Betriebskonzepte zur Anwendung kommen, unterschiedlich viel Kapazität, die da tatsächlich im System drin ist. Und das führt dazu, das ist wie wenn Sie am Hauptbahnhof so Mittag mal 4 Gleiswege nehmen, dann gibt es ein ziemliches Durcheinander. Darum, wir sind darauf angewiesen, dass einerseits das Wellensystem so geflogen werden kann, dass wir auch die Betriebszeiten haben, weil es braucht eine gewisse Zeit, dass wir an eine europäische Destination, das machen wir 3-mal am Tag, können anfliegen und wieder zurück. Paris ist vielleicht gerade um die Ecke, aber gerade zum Beispiel in die skandinavischen Länder braucht es einfach eine gewisse Zeit, solange man nicht Überschall fliegt. Dauert das ein gewisses Zeit und damit man das überhaupt machen kann, brauchen wir die Betriebszeiten. Und natürlich möchten wir dann fliegen, wenn man kann. Wir brauchen aber auch Kapazität, dass wir in diesen Wellenspitzen auch wirklich Kapazität können abwickeln. Und das Ganze muss eben so stabil wie möglich sein, sodass wir das Drehkreuz effizient betreiben und damit auch die weltweite Anbindung täglich können sicherstellen. Ein Punkt ist mir noch wichtig. Swiss richtet ihr Netz aus auf die Bedürfnisse der Schweiz. Also wir fliegen nicht irgendwo, weil wir irgendwie das Gefühl haben, besonders viele Leute wollen von irgendwo auf der Welt an einen anderen Ort der Welt, sondern unser Netz richten wir auf die Bedürfnisse der Schweiz aus. Aber natürlich, dass das täglich möglich ist, braucht es auch den Umsteigenverkehr und darum braucht es auch das Wellensystem. Jetzt, warum ist die Pistenverlängerung relevant? Und das ist nicht die absolute Lösung für alles, aber es ist ein wichtiges Element, um eben den Betrieb zu stabilisieren. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz noch Einblick geben, was passiert denn eigentlich in einem Cockpit, wenn wir irgendwo starten oder landen. Wir machen jedes Mal eine sogenannte Startberechnung machen oder eben eine Landeberechnung. Und logischerweise braucht grundsätzlich ein grösseres Flugzeug oder ein schweres Flugzeug eine längere Piste wie ein leichteres oder ein kleines Flugzeug. Das ist jetzt aber nicht nur abhängig, sind es Kurzstrecken- oder Mittelstrecken- oder Langstreckenflugzeuge, sondern es ist jeden Tag ist das anders. Auch wenn es in dem Sinne das gleiche Flugzeug ist, manchmal ist mehr Treibstoff geladen, manchmal sind mehr Passagiere geladen. Es gibt, was auch sehr relevant ist, was ist für Wetter? Ist die Piste nass? Ist sie trocken? Hat sie Schnee drauf? Wo kommt der Wind her? Was ist für eine Temperatur? Das ist alles relevant. Und da machen wir jedes Mal eine Berechnung. Und die führt dann dazu, wir können entscheiden, auf welchen Pisten können wir landen oder eben nicht. Oder wenn müssen wir an die Flugsicherungen eine Anfrage stellen, ob wir eben nicht andere Pisten nutzen können. Und je länger die Pisten sind, desto mehr Flugzeuge können die entsprechend brauchen. Und desto stabiler werden, wie vorhin Alex Bristol erklärt hat, die ganzen Betriebskonzepte in Zürich. Ausgerichtet ist das auf das Standardkonzept. Es gibt noch das zweite, das Ostkonzept. Und das würde davon profitieren, dass das eben deutlich häufiger quasi standardmäßig auch von uns Piloten kann genutzt werden. Wird der ganze Betrieb stabiler, es gibt auch eine höhere Marge. Und insbesondere, wenn wir nicht noch mit Umweg fliegen, an andere Pisten hinfliegen, nochmal 2 Pisten mehr mit Kreuzen, dann nachher stoßen wir auch weniger Schadstoff aus. Also es ist auch aus Sicht von der Umwelt deutlich nachhaltiger. Ja, das ist vielleicht so der Einblick aus einer Swiss-Perspektive und aus einer Pilotenperspektive, warum eben, glaube ich, auch am Flughafen Zürich noch einiges zu tun ist, aber auch die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist, um die Herausforderungen zu meistern, die wir da tagtäglich sehen. Danke vielmals. Ja, vielen Dank, Herr Alex Bristol, Herr Buchhofer, für die Ausführungen. Sie haben es gehört, also das System der kreuzenden Pisten mit Kreuzungspunkt, und zwar am Boden und in der Luft. Man muss es einfach sehen, es hat an beiden Orten die Kreuzungen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Als Resultat, ich möchte noch mal verinnerlichen, von einer Sicherheitsüberprüfung 2011 aufgrund von einem Vorfall hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt gefordert, dass die Sicherheitsmargen am Flughafen Zürich müssen erhöht werden müssen. Und zwar unter anderem, es ist nicht die einzige Massnahme, muss ich sagen, da gibt es noch ganz viel, aber unter anderem durch Verlängerung der Pisten 28 und 32. Weil, das muss ich schon sagen, bei so einem anspruchsvollen Flughafen, wie wir in Zürich-Lauten haben, in so einem anspruchsvollen Flughafen ist Sicherheit, glaube ich, das höchste Gut.
Das sind wir auch allen, ich glaube wirklich allen, geschuldet. Und auch der Zürcher Regierungsrat. Er will auch in Zukunft einen attraktiven Flughafen. Er will einen zuverlässigen Flughafen. Er will einen stabilen Flughafen. Und er will vor allem auch einen sicheren Flughafen. Und darum sind aus der Sicht der Zürcher Regierung die Verlängerungen von den beiden Pisten wichtig, weil sie eben zu einem maßgeblichen Sicherheitsgewinn führen. Zur verbesserten betrieblichen Stabilität, wir haben das gehört, zu mehr Pünktlichkeit und damit natürlich auch zu mehr Nachtruhe. Weil Pistenverlängerungen wirken sich vor allem am Tag aus, oder? Und sollen ja dann die Nachtruhe verbessern. Es gibt Berechnungen von der EMPA, die zeigen, dass über den ganzen Kanton betrachtet die Fluglärmbelastung durch Pistenverlängerungen sogar leicht zurückgeht. Und ich sage es auch an dieser Stelle deutlich, Pistenverlängerungen sind kein Kapazitätsausbau. Pistenverlängerungen ändern nichts am heutigen Betriebsreglement. Und darum wird mit den Pistenverlängerungen auch nicht mehr geflogen. Auch das will ich noch mal sagen. Sie wissen, gegen die Vorlage ist das Behördenreferendum und das Volksreferendum ergriffen worden. Und Zürcherinnen und Zürcher dürfen am 3. März über die Pistenverlängerungen abstimmen. Und damit wären wir am Schluss von unseren Ausführungen. Ich hoffe, für Sie waren es interessante Ausführungen gewesen und wir stehen Ihnen selbstverständlich jetzt sehr gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ja, Frau Minor. Ja, guten Morgen miteinander. Ich habe schnell eine Frage zum ZFI. Der ist ja jetzt rasant angestiegen. Wir sind nur noch 3600 Personen unter dem Grenzwert, ob das jetzt knapp oder deutlich unterschritten ist, über das, das können wir diskutieren. Aber die Frage ist, wie sehen Sie die Entwicklung? Also wird die ZFI das Jahr schon überschritten? Wird die ZFI das nächste Jahr überschritten? Und was, ja, wie schätzen Sie das ein? Also ich kann Ihnen natürlich nichts endgültig sagen, weil das Jahr wir ja den ersten in der Aufarbeitung sind, 2023, dass im 2023 mehr geflogen worden ist, haben glaube alle gemerkt. Das wird zu Veränderungen führen und das werden wir auch entsprechend nachweisen. Ich will aber zurückwerfen, was Sie gesagt haben, nur noch knapp unter dem Index. Wir sind deutlich, mit 100'000 Bewegungen sind wir deutlich unter dem Fluglärmindex im 2022. Einfach damit wir bei den Fakten bleiben, weil wir im 2022 natürlich auch noch die Pandemie hatten. Ich will das auch sagen, was der Grund ist. Es ist sicher auch die Pandemie. Also von dort her gesehen, insgesamt wird der ZFI, das haben wir in unserem Bericht, wo wir das Postulat hatten zum ZFI und mit angewiesen haben, insgesamt wird der ZFI sinken. Wir gehen sogar davon aus, im 2030 wird der ZFI eingehalten, das können Sie nachlesen. Das ist alles dokumentiert von der Regierung und der Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrzeugflotte. Und das habe ich immer gesagt, der grösste Hebel bei dem grossen Bevölkerungswachstum, das wir im Fall am Flughafen haben, alle leben ja an dem Flughafen, ziehen auch in die Flughafenregion. Das muss ich sagen, wir sind als Kanton Zürich attraktiv. Und trotzdem schaffen wir die Trendwende beim ZFI weg der Flottenerneuerung, weil die Erneuerung der Flugzeuge, die ja in Wyss vorantreibt, wird zu deutlich leiseren Flugzeugen führen, was man übrigens auch schon feststellt in den letzten Jahren. Und wenn die Wyss an dieser Flottenerneuerung festhaltet, was sie macht, ich habe noch nie etwas anderes gehört und das freut mich auch, wenn sie an dieser Flottenerneuerung festhalten kann und wirklich die Bestellungen und die Flugzeuge auch kommen, dann werden wir etwa 2030 den ZFI eingehalten haben. Dann haben Sie weitere Fragen, bitte. Ja, Fuchs vom Schweizer Fernsehen. Ich habe eine Frage an Herrn Buchhofer zu der Pünktlichkeit. Können Sie noch etwas konkreter werden, wie schlecht so steht um die Pünktlichkeit? Also jetzt im ganzen 23, vielleicht kann man schon eine Bilanz ziehen. Ja, also Pünktlichkeit ist ja so plus minus um die 60%. Wenn man von Pünktlichkeit redet, dann redet man von 15 Minuten Abflugspünktlichkeit. Da geistert immer unterschiedliche Kennzahlen herum. Und das zeigt natürlich, wie ein Gesamtsystem funktioniert oder nicht funktioniert. Und die Zielsetzung, die wir uns grundsätzlich haben, liegt bei 70% oder 80% Pünktlichkeit. Also wir sind ein deutliches Stück unter dem, was wir wollen erreichen.
Es sind vor allem exogene Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Nicht nur, das will ich an dieser Stelle auch gesagt haben, da hat es auch Themen selber drin, namentlich Abfertigungskapazitäten, aber auch gewisse IT-Dispositionssysteme am Flughafen, die dazu geführt haben, Sicherheitskontrollen, Grenzkontrollen, all die Themen, die wir in diesem Sommer auch gesehen haben. Also es sind verschiedene Faktoren, die da rein fliessen. Wir sehen es natürlich klar als unseren Auftrag gegenüber unseren Kunden, aber natürlich auch gegenüber der Bevölkerung im Kanton Zürich, dass wir pünktlicher werden. Da gibt es gewisse Massnahmen, die wir machen können. Das werden wir auch zusammen mit den Partnern. Aber man muss auch am System arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ist das etwas Neues oder ist das auch schon mal vorher in den letzten 5 Jahren? Ja, grundsätzlich also es schwankt natürlich über den Tag. An Tagen wie jetzt über das Wochenende, wenn es Schnee hat, dann reden wir von 15% oder 20% Pünktlichkeit. Das sind aber natürlich dann wirklich ganz spezielle Bedingungen. Ich glaube, im Quervergleich auch mit anderen europäischen Airlines ist es nicht einmal so, also relativ gesehen nicht einmal so schlecht, in Anführungs- und Schlusszeichen. Die Frage ist aber, was wir als Premium-Carrier und als Swiss uns zum Ziel setzen. Und da ist klar, das Ziel deutlich besser zu werden über die nächsten Jahre. Das haben nicht nur wir selber in der Hand, darum brauchen wir alle, die da mitschaffen. Aber wir wollen besser werden. Das ist nicht das Ziel, dass wir über die nächsten Jahre mit 6% Pünktlichkeit unterwegs sind. Das kann der Herr Buchhofer vielleicht nicht sagen, aber das sage ich jetzt, weil international gesprochen macht sie einen guten Job. Auch wenn man selbstverständlich muss besser werden und Pünktlichkeit gerade für uns Schweizerinnen und Schweizer ja unglaublich wichtig ist. Oder? Wir übrigens auch als ÖV-Ministerin, das ist ein hohes Gut. Nichtsdestotrotz möchte ich einfach wirklich an dieser Stelle darauf hinweisen, die Luftfahrt international ist nur nicht dort, wo sie vor der Pandemie war und wir leiden immer noch. Unter der Abfahrung vom System und wieder vom System auffahren. Wir haben das erklärt. Und an dem können wir, wenn wir in der Schweiz arbeiten, das schaffen alle Partner, aber können wir nicht allein als Land. Das sind wir auch angewiesen, dass wir international stabilere Situationen überkommen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben das ja vor allem auch den Fokus auf die Stabilität, also dass der Flugplan durchgeführt wird, auch geleitet. Das ist ganz wichtig gewesen. Das wissen wir auch von unseren Kunden. Für sie ist wichtig, dass der Flug stattfindet. Natürlich auch pünktlich. Darum für nächstes Jahr wollen wir gleich stabil sein und auch pünktlicher. Aber nicht sagen, ja, wir sind dann pünktlich und dafür streichen wir mehr Flüge. Das kann nicht der Weg sein, wie wir da in die Zukunft gehen. Dort ist der Fokus gelegen, auch für dieses Jahr, für unsere Kunden. Ja, bitte. Zum ZFI auch, sind ja 96,8% der stark belästigten Personen im Kanton Zürich. Wo sind die anderen? Oh, also schon ein bisschen, also abhängig von den entsprechenden Flugkonzepten, oder? Sind sie dann sehr unterschiedlich. Aber das gebe ich gerne am Fachmann. Markus, darf ich dir das Wort geben? Ja. Die anderen, die betroffen sind, wir haben natürlich Richtung Aargau gewisse Abflugrouten, wo zum Beispiel Schlimmertal tangiert werden. Dann im Anflugbereich haben wir auch Richtung Thurgau gewisse Betroffene. Süddeutschland ist natürlich ein bisschen betroffen von den Anflugbereichen. Okay. Aber das ist so etwas Mengengerüst. Aber wie gesagt, das Mengengerüst muss man schon sehen, der Fluglärm wird primär von der Zürcher Bevölkerung geteilt. Danke. Dann haben Sie noch mal eine Frage. Ja der Herr Buchhofer, es ist zur Sprache, dass Swiss künftig CO2-neutral wird fliegen. Gibt es da einen Zeitpunkt, wo festgelegt ist, ab wann das... Ja, bis 2030 50% Reduktion von unseren CO2-Emissionen gegenüber 2019 und bis 2050 CO2-neutral. Entschuldigung, dass ich Sie nicht gesehen habe in der Säule. Ja, bitte. Weimann von CH Media, ich habe eine Frage bezüglich Qualität des Flughafens. Dort sind Ziele... 8. und 3. Rang für den Flughafen. Er ist 8. und 4. geworden. Ich verstehe die Schlussfolgerung nicht ganz. Sie sagen, Ziel erreicht. Aber wenn ich froh war, meine Leber hinter manchmal auch so aufgehoben. Das ist eine rein rechnerische Betrachtung, aber da gebe ich auch das Wort gerne weiter. Ja, Zielvorgabe ist oder, also 8. oder 3. Und nicht und. Also es ist nicht kumulativ, sondern es muss eins von diesen zwei Zielen erfüllt sein. Swiss findet auch Flughafenziel erreicht. Von den Qualitätszielen? Ja, wir arbeiten gut mit dem Flughafen zusammen.
sind stolz auf unseren Hub. Das ist es. Ist das für Sie gut? Haben Sie keine Fragen mehr? Gut, dann frage ich nochmal in die Runde. Und ich hoffe, ich sehe alle. In dem Fall scheinen da keine Fragen mehr rum zu sein. Dann freuen wir uns, dass wir alles haben können beantworten und Ihnen einen spannenden Bericht geben. Vielen Dank für Ihr Interesse, für die Teilnahme an der Medienkonferenz hier und auch online. Und dann wird die Medienkonferenz geschlossen. Merci. Danke.